Welcome back to another German Food Review, and it's pizza time from Hallo Pizza Eat Better, and these are special pizzas. This one here, and also this one. This one has chicken on it, Hähnchenbrust, chicken breast, and those two here, duck breast or something like that. Slices of duck breast, as you can see here. And I got this one, Pizza Festtagsbraten, so it's a holiday roast pizza. With sauce hollandaise on it, gouda cheese, mushrooms, leek, I think, bacon, creme fraiche, and duck cut into slices. Okay, yeah, price 12 euro and 10 because it's a cheesy crust pizza. Yeah, I want to test that one. And yeah, that was a suggestion from Miss Blümel. And she wrote, please, bitte. That's not very common on YouTube, so, okay, here it is. The Christmas edition from Hallo Pizza. Let's open it. And I got the new dip, by the way. This one here is quite old already. Is it still fine? I guess it is. No idea where it is. Anyway, but yeah, I'm tired of the old one. So, let's open it. Nice, 3, 2, 1, here we go. That's what you get. Okay. Yeah. I'm not so sure about the price. I mean, it's just 26 centimeter. Looks okay-ish. Yeah, but come on, 12 euro and 10 cents. No pickup deal, by the way. Jeez, hallo. Yeah, anyway, let's taste. It's all about the taste, right? So, first of all, is it cut? Yes, it's cut. Let's do something here, like this one. Okay, and let's start. This one looks super tiny. Yeah. It's not really cut. What the heck is that? Why is the cheese crust not cut? Okay, anyway, let's investigate here. Come on, duck. Okay, yeah, duck, just a leek, I think. Well, what's a better name for that? I don't know. Maybe that's a proper one. Ah. Creme fraiche, somewhere, you can see it. What was the rest? Where's the bacon, actually? Where's the bacon? That is duck, isn't it? Or is that bacon? Is that duck or bacon? I don't know. Is that a properly made pizza? No idea, let's eat it, right? Yeah, I expect a few more slices of bacon. Now, gouda cheese is on there, and the cheesy crust, plus 2 euro, by the way, right here. Mm-hmm. Okay. Yeah, this one is definitely overpriced, but flavor is quite nice, tastes like gravy, and yeah, I like this crust, it's very soft. Here we go. Sauce on this now. Yeah, but I'm not so sure, there should be bacon on it. Let's compare this actually here. Yeah, the bacon is missing. Do you see bacon? I don't see bacon, so the bacon is missing. Okay. Happens, right? It's just 12 euro. Okay, let's try the cheesy crust right here. Not bad. Very soft. And where's the cheese? You can see the cheese. What is it, mozzarella? I don't know, maybe just a mix. Taste is quite fine, but come on, the price is yeah, ridiculous. So let's open this one here. Oh, I have to do something, damn it. Yeah. Here it is, sniff test. Ooh, smells spicy. No, the
correct one. So, I hope it isn't too smoky. Yes, there's smoky on it. But that's dirty, isn't it? Okay, anyway. Let's dip it into the dip. Here we go. No, it's okay. Spicy. Yeah. It's not as spicy as the Jim Beam one, I think. But it's not really smoky, I think. No, but not really hot. And I'm a little bit disappointed by the size of the pizza and the missing bacon here. What was the rest? Clouded cheese, creme fraiche. Mushrooms? Where are the mushrooms? Do you see mushrooms? No, I don't see mushrooms. Come on, guys. Hello, pizza. Two toppings are missing. What the heck? Here we go. Now, that's a no-go, especially for the price. Let's check that again. 1 second. Okay, you can see the name. Fester gebraten, and you can see the name. Yeah, mushrooms missing and bacon's missing. Creme fraiche is on there, gouda cheese is on there, sauce hollandaise and leek. Okay, yeah, I'm a little bit disappointed. Here we go. But tastes good. Yummy sauce hollandaise. But 12 euro, man. Come on, no. Here you go. Okay, I ruined the slice. Yeah, it tastes more like sauce than duck. The dog, duck is quite useless. And it's not really cut. I mean, look at this here. Oh, come on, guys. A super tiny slice. Here we go. Yeah, not sure about the... Oh, no, it tastes like duck. The gravy is quite nice, I think. Well, yeah, it tastes quite nice, but I would never ever buy this one again because it's too expensive. Here you go. But I like the crust. There are no mushrooms. No. And no bacon. I mean, it's... The other one looks completely different. This one here, yeah, oh, there should be tomatoes on it. It's also completely different. Okay, last bite for Mr. Chews. From this not so good looking pizza, but it tastes good. Yeah, I can tell it tastes good. Right, right here. Nice crust. Cheese crust. Yeah. Sauce hollandaise. Tasty, creme fraiche tasty, duck is okay, but yeah, thumbs up for the flavor, 50% for the service, that's a no-go here, 12 euro and you get just half the pizza, no way, man, yeah. Okay, and the barbecue dip, Heinz barbecue, spicy and smoky, also thumbs up, but it's not really super spicy, just a little bit. Thanks for watching, I'll continue in German. So, es gibt eine Pizza, und zwar von Hallo Pizza. Hier. Ist besser. Okay. Und es ist eine Weihnachtsedition. Oh, Weihnachtstraum. Und es gibt den Festtagsbraten. Und es gibt noch Schneeglöckchen. Göckelchen. Schneegöckelchen. Alles klar. Ja, hier ist aber, ich weiß nicht, Tomate und so drauf. Okay, ich habe die hier genommen. Festtagsbraten. Da soll Sauce Hollandaise drauf sein, Gouda-Käse, frische Champignons, Lauch, Bacon, Creme Fraiche und Entenbrustscheiben. Und Bratensauce noch. Ja, ich habe bezahlt 12,10 Euro.
Denn ich habe noch die Cheesy-Version genommen. Wie heißt es? Hallo Cheese oder so. 26 cm mit Käse im Rand. Und das hat sich mal jemand gewünscht, irgendwann vor einer Woche. Und zwar Miss Blümel. Und ich habe es einfach nur gemacht, weil er bitte stand. Das ist nicht so oft, das kommt nicht so oft vor auf YouTube. Zumindest nicht auf meinem Channel. Wie auch immer. Hier ist sie, aber ja, ich muss erst mal sagen, ich bin schon ein bisschen enttäuscht, denn da fehlen zwei Toppings. Und das geht ja wohl gar nicht klar. Bei dem Preis, ja, 26 cm Pizza, das ist noch kleiner als ein Domino's Medium. Und dann fehlen noch zwei Toppings. Das ist schon mal nicht gut. Hier ist Duck. Es fehlt der Bacon. Hier ist kein Bacon. Ich sehe kein Bacon. Seht ihr Bacon? Falls ihr Bacon seht, dann lasst einen Kommentar da. Und die Champignons fehlen. Seht ihr Champignons? Ich sehe keine. Ja, gucken wir mal näher an. Dann ist es nicht richtig geschnitten. Nicht unten. Ja, hier war es jetzt durchgeschnitten. Die anderen waren irgendwie nicht durchgeschnitten. Okay, ja. Also dann gibt es nur Lauch drauf. Entenbrust, Creme Fraiche, Käse. Und eine Kruste, das war's. Ja, mehr ist hier nicht. Right here. Aber es schmeckt ganz gut. Die Bratensoße schmeckt sehr lecker. Die Soße Hollandaise ist auch sehr lecker. Aber ich würde das Ding niemals kaufen oder auch nicht empfehlen zu kaufen. Denn der Preis ist einfach lächerlich, was man da hier für bekommt. Ja. Selbst wenn alles drauf wäre, wäre es schon überteuert. 12,10 Euro. Ich weiß nicht. Oder ist das der gute Preis? Damit sind nicht die Schweizer gemeint, die bleiben außen vor. Nur die anderen. Here we go. Das schmeckt jetzt ein bisschen nach Ente. Da war ein bisschen mehr drauf. Sauce Hollandaise, ein bisschen cremig von dem Creme Fraiche hier. Die so, also nicht unbedingt richtig cremig, aber man schmeckt es raus, dass es drauf ist. Oh nein, guck mal, hier ist ein Mushroom. Einer hat es geschafft. Und dann ist er auch nur ein Millimeter breit. Ja, ich weiß nicht. Ist das noch einer? Nee, ich sehe trotzdem keine anderen mehr. Ja, und hier ist der Käserand. Sieht so aus. Das ist der Käse. Nicht richtig durchgeschnitten hier bei den... Okay, da schon. Jetzt ist gar nichts mal da zum Zeigen. Ja, aber ich weiß nicht, was das für ein Käse ist. Und ein Käsemix oder so, here we go. Schmeckt ganz lecker und auch der Boden ist lecker. Ja. Gefällt mir, ist eher der weiche Boden. Wer es knusprig mag, ja, ist hier ist weicher Boden. Kein knuspriger, wer mag es denn knusprig? Wir wollen einen weichen Boden, here we go. Neuer Dip, Heinz Barbecue, Spicy and Smoky, Chili, habe ich mal irgendwann gekauft, aber der andere hat so lange gehalten, da ist immer noch was drin, aber ich wollte mal wieder einen neuen haben. Der geht, der ist nicht wirklich schaurig, aber auch nicht so spicy wie der andere, here we go. Kann man aber essen, hat so einen kleinen Ketchup-Touch, glaube ich. Ja, eigentlich schmeckt die Pizza schon gut, aber die hat einen faden Nachgeschmack wegen dem vergessenen Bacon und so. Aber ja, schlecht schmeckt die jetzt nicht, das kann man nicht sagen. Der Boden ist hier schon sehr lecker, die Käse ist sehr lecker, Ente ist lecker, Sauce Hollandaise ist lecker. Eigentlich so gut wie alles, der Lauch hier, ja, dafür muss man auch bezahlen, aber das ist so witzlos. Here we go. Und der Käserand ist nicht schlecht. Gefällt mir. Here we go. Bin trotzdem etwas enttäuscht. Ich meine, man bezahlt dafür und dann bekommt man nur die Hälfte. Na, das darf nicht sein. Oh, Weihnachtstraum, da ist dann Rotkohl drauf. Bratensoße, die ist auch lecker. Gouda, die nehmen immer Gouda. Aber da sind Apfelstückchen drauf, weiß ich nicht genau. Wollt ihr eine Pizza mit Apfelstückchen nehmen? Oder hier gefüllte himmlische Gaben. 8 Pizzabrötchen. Champignons, wenn sie denn drin sind. Und die hier klingt am langweiligsten. Schneegöckelchen.
Tomaten und Hollandaise-Soße, weiß nicht genau. Ja, und hier ist nochmal der Preis, damit ihr auch seht, dass es die richtige ist. Festtagsbraten, Cheese, hallo. 12,10 Euro. Kein Discount oder so. Ja, das sollte sowieso Standard sein. An jeder Pizzeria müsste es einen Discount geben. Wie auch immer. Here we go. Ja, schmeckt gut. Schmeckt nicht wie eine Pizza so richtig, sondern irgendwie anders. Aber gut. Soße Hollandaise ist sehr lecker. Das Zeug, was hier drauf ist, auch sehr schön. Schmeckt man natürlich nicht wirklich, glaube ich. Aber man fühlt es so. Here we go. Schön buttrig. Jetzt haben wir hier noch den. Und ihr braucht nicht unbedingt einen Dip dafür. Kann man auch ohne essen. Ja, aber ich esse lieber mit. Here we go. Was bieten sie noch so an? Komische Namen. Okay, Hawaii ist okay. Als amerikanische Pizza New York. Kentucky hatte ich schon mal. Boston, Lüftikus. Alaska, ja, mit Thunfisch und roten Zwiebeln. Ja, als Rating, erstmal wenn wir das Stück hier noch vernaschen. Schöne Box auch. Aber für den Geschmack gibt es einen Daumen nach oben. Ich meine, da hat eine Menge gefehlt. Mit Bacon wäre es sicher noch besser gewesen. Die Pilze, okay. Die wären dann halt mit drauf gewesen. Hätten nur die gefehlt, okay, aber der Bacon, ja, 50% für den Service. Ich meine, man kann nicht einfach den Bacon vergessen. Ich weiß gar nicht genau, was man dazu bezahlt eigentlich. Hier sind doch irgendwo die Toppingpreise. Hier sind die Preise. Und für Bacon bezahlt man... wo ist denn der Bacon? Seht ihr Bacon? Ich sehe nur Serrano-Schinken. Ist damit der Bacon gemeint? Nee. Oh, come on. Ach, keine Ahnung. Jedenfalls seht ihr hier die Toppings. 1,60. Wie auch immer, ich sehe den Bacon nicht. Aber entweder 1,60 oder 2,20. Das fehlt natürlich. Ja, Geschmack so, Service leider so. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.